So, ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Citizen. Hallöchen, Popöchen. Eigentlich wollte ich erst in-game reinstarten und euch das Ganze zeigen. Wir sind natürlich im Wave 1, deswegen mache ich jetzt hier auch ein kurzes Video. Das wird auch heute nicht geschnitten, soweit es geht. Ich werde auch heute nur im Hangar sein, weil ich werde euch heute auf... Alter, ist das episch. Werde euch heute ein bisschen das MFD zeigen, was ich gesehen habe. Und ich möchte was bei der Mole ausprobieren, was ich gerade in dem Video gesehen habe. Deswegen starten wir einfach gleich mal rein. Wahrscheinlich habe ich gar keinen Charakter gerade. Oh, es gibt neue Haare, wie es scheint. Und ich habe, glaube ich, nichts auf Lager im Moment. Doch. Tja. Machen wir mal rein. Ich glaube, das war's, oder? Oder war es das andere? Ich glaube, es ändert sich. Tatsache habe ich einfach fast alles gleich gemacht. Lol. Krank? Okay. Einfach gleiche. Aber wir haben auf jeden Fall mal einen Charakter. Wir wählen natürlich für das Stand-System aus. Area. Nee. New Babbage? War es doch, oder? Ja, New Babbage. Die Musik ist einfach episch. Und dann laden wir mal rein. Vielleicht cutte ich die Loading-Screens raus. Das ist das Einzige, was ich vielleicht cutten werde. Also bin ich jetzt einfach still. Und wir sehen und hören uns gleich wieder in-game. Vielleicht aber auch nicht, weil es ist schon geil, die Musik gerade. So, da haben wir endlich reingeladen. Und jetzt schauen wir mal. Oh, es läuft einigermaßen flüssig. Ton auf einigermaßen. Wir sind ja immer noch auf einem auf einem US-Server. Hier hat sich nichts geändert, aber wir werden auf jeden Fall einen Traktor-Beam benötigen. Das bedeutet einmal das hier ran. Und einmal ein True Tractor-Beam. So, perfekt. Dann schauen wir einmal raus. Hier hat sich, glaube ich, auch nichts verändert. Doch, mir ist eine Sache eingefallen, die sich auf jeden Fall geändert hat. Und zwar bei der Star Map. Wenn man rauszoomt, dürfte jetzt unten links seht ihr es. Wird nur noch das ausgewählt, was wir suchen. Können wir uns orientieren dran. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon im Live drin ist. Microtech, no one's welcome unless you are. Ja doch, war richtig gelesen. Und da, wo es Sachen gibt, gibt es auch nun was zu sehen. Also wir haben hier auf Microtech Logistik Depot haben wir auf jeden Fall 3 L-Hangars, 2 M-Pads, Vehicle Service und Commodity Trading. Das haben wir hier überall nicht offiziell anscheinend, aber dort gibt es auch wahrscheinlich was zu holen. Aber ja, wir schauen einfach mal rein. Wie gesagt, was ich euch zeigen möchte, ist heute das MFD. Und ich bin gespannt. Ich habe schon ein bisschen was angeschaut und so weiter und so fort. Und ich war eigentlich sehr positiv gestimmt. Ich hatte erst ein paar Probleme mit dem Update, deswegen kam das jetzt auch, kommt das auch sehr spät jetzt eigentlich. Ich habe es auch vergessen, muss ich ehrlich gestehen. Deswegen kriegt ihr jetzt Wave 1 deutlich verspätet. Aber ihr kriegt es trotzdem. Und weil ich gerade nur abends Zeit habe und ein bisschen spät dran bin, weil ich das Update vergessen habe, oder zu updaten vergessen habe, gehen wir jetzt einfach uncut dieses Mal. Sonst schneide ich es euch eigentlich immer zusammen und rede ein bisschen darüber. Aber heute dürft ihr mal wieder live dabei sein. Es ruckelt, wie gesagt, ein bisschen. Kann ich leider nicht ändern. Aber schauen wir einfach mal, was wird. Wie gesagt, wir müssen nicht mal abheben. Wir gehen einfach in unser Instant-Hangar. Instant. Instant-Hangar. Instanzierenden Hangar, ne? So ein bisschen schwäbisch reinzubringen. Und dann schauen wir mal, was wird. Wir freuen uns. Ich mache einen kurzen Cut auf jeden Fall rein. Also ich mache ein paar Cuts rein, aber ich werde jetzt euch ein. Es ist ein Live-Commentary. Es ist kein Commentary danach, sondern es ist ein Live-Commentary. Wir sehen uns aber gleich wieder. So, eigentlich sollte es jetzt schon ein paar Sachen in-game geben, wie zum Beispiel, dass die miteinander reden in Bars. Aber vielleicht auch hier, aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Wir holen jetzt einmal die Mole raus. Warum das Ganze, werde ich euch gleich zeigen. Ich bin sehr gespannt, ob es klappt, weil bei der Prospector geht auf jeden Fall. Aber wir testen jetzt einfach mal die Mole. Holen diese her. Wir nehmen auch die Prospector gleich her.
Weil wenn die Prospector geht, wenn die Mole nicht geht, wer uns kann ich seiner Prospector zeigen. Und ihr könnt euch schon, also die Leute, die Star Citizen schon länger spielen, können sich jetzt auch schon denken, was es werden, was es sein wird. Wie gesagt, wir holen das Schiff jetzt einmal hoch. Und ich hoffe, dass mein Traktorbeam stark genug ist. Wenn nicht, holen wir kurz noch den Atlas. Ach, den habe ich, glaube ich, gar nicht. Okay. Kommt es jetzt oder nicht? Nein. Okay, und wir haben auch keinen. Das wundert mich jetzt. Ja, ich stande bei. Wenn nicht, müssen wir es im Hangar nochmal versuchen. Wir versuchen es einfach mal im Hangar. Ich hoffe, der müsste ja da sein. Ich sage jetzt nicht, dass es wieder verpackt. Ah, perfekt. Okay. Wir haben aber keinen Hangar. Okay. Ja. Dann wird es vielleicht doch ein Video geben, I guess. Ah, nee, es ist da. Ich bin leicht verwirrt. Es hat einfach nur gedauert. Okay. Naja. Schauen wir mal, was wird, ne? Wir freuen uns. Oh, das war auch kurz laut. Also ich hoffe, es tun euch jetzt nicht die Ohren weg. Das wäre ziemlich schade. Aber vielleicht. Da steht es ja auf jeden Fall schon mal. Jetzt zeige ich euch erstmal das Wichtigste. Was für mich das Wichtigste ist tatsächlich. Was auch nämlich dann vielleicht bald andere Schiffe möglich macht. Wie gesagt, ich hoffe, es ist jetzt nicht zu laut. Ich versuche auch meine Stimme noch bei Laune zu halten, weil die ist gerade am Absterben. Ich weiß aber auch nicht wieso. No Module. Ist das dein Ernst? Ich habe doch eins drin. Aber ihr seht unten schon, was ganz Tolles. Hat sich ein bisschen geändert. Ich weiß nicht, ob das aktuell ist, ob sich alles geändert hat. Oder ob ich das jetzt einfach übersehen habe die ganze Zeit. Aber das hat sich auf jeden Fall, finde ich, geändert. Und wir schauen jetzt mal ganz kurz, dass ich diesen Traktorbeam da drauf kriege. Weil eigentlich müsste es. Es war nicht mehr da, auf jeden Fall. Ja. Lustige Geschichte, ne? Ist da was drauf? Ist da was drauf? Okay, die Traktorbeams spinnen anscheinend. Habe ich es jetzt drauf? Jetzt ist es auf jeden Fall drauf, oder? No Module. Ah ja. Ah, jetzt haben sie es geändert. Jetzt kann man mit Rechtsklick. Okay. Das muss ich auf jeden Fall nochmal ändern dann. Also wenn es auf ein Live kommt, wird es wahrscheinlich eh anders sein. Auf jeden Fall kann man jetzt mit linker Maustaste die gedrückt halten. Dann ist es so lange an, bis so lange man halt gerade schießt. Also, ja. Und mit Rechtsklick läuft es dauerhaft. So. Das Ding sollte eigentlich. Ah, die sind zu groß wahrscheinlich. Okay. Ja. Schade, Marmelade. Da geht's schon mal nicht. Gut, da muss ich jetzt die Prospector holen. Denn ich habe was gesehen, was ich zeigen möchte, und ich habe es euch jetzt das schon angedeutet. Anscheinend sind diese Teile abbaubar. Anscheinend. Habe ich in dem Video gesehen. Ich weiß aber auch nicht, wozu das gehört. Das heißt, wir schauen jetzt einfach mal, wie das hier aussieht. Storn das Ganze einmal. Und dann zeige ich euch in der Prospekte auch, wie die MFDs aussehen. Wenn es denn funktioniert. Wenn nicht, bleibe ich trotzdem auf der Prospekte. Hangar hat sich anscheinend nichts verändert, soweit ich gelesen habe. Es hat sich ein bisschen was bei den Waffen verändert. Darauf werde ich aber im nächsten Video nochmal drauf eingehen. Ich will jetzt euch jetzt tatsächlich erstmal nur. Gott, ist das laut.
würde ich euch erstmal nur das MFD zeigen, weil wir sind jetzt schon wieder Ewigkeit unterwegs. Und ich habe, wie gesagt, ein bisschen wenig Zeit. Deswegen gehen wir jetzt auf jeden Fall auf das MFD ein. Und auf diese scheiß Container, die ich wollte. Ich hoffe, die Mole ist jetzt weg. Müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Oh. Oh, man geht nicht mehr mit. Man geht nicht mehr mit. Oh shit. Oh fuck. Oh shit. Oh fuck. Oh shit. Okay. Boah. Krise. Okay, Prospector ist schon mal da. Ohne Mole. Das ist gut. Also eigentlich war es immer so, dass man einfach mitgerutscht ist. Aber anscheinend in dem Update nicht mehr. Ja, muss man jetzt einfach schauen. Funk. So, ich habe keine Ahnung, wie man in die Prospekte reinkommt. Aber in der Theorie sollte ich jetzt die abbauen können. Oder man muss die erst entkoppeln. Wir schauen mal rein. Wir nehmen jetzt einfach mal die kleine Prospector. Warum noch keine Ahnung, wie man da reinkommt. Ah, Enter Ship. Warum nicht einfach die Seite? Ist ja ein Einzelminer. Passenger Toilet, das ist doch schön. Der Cooler ist auch da. So. Dann schauen wir halt doch erstmal das MFD an. Sollte ja jetzt kein Problem sein. So. Hier ist es nämlich schon, ihr seht schon ein bisschen. Wir haben jetzt auch oben links. Oh. Hab ich gerade Y gedrückt. Ja, das ist doch verlassen. Eieiei. Glaube ich zumindest. Ah, man kann jetzt auch mit der Maus das machen. Ah ja. Okay. Ah, Y ist Exit Seat. Ja, das ist blöd. Okay, ist halt doppelt belegt. Okay. Hier haben wir jetzt die verschiedenen MFDs. Hier haben wir so eine kleine Übersicht. Ich glaube, die können wir hier rüber ändern. Ne, können wir nicht. Okay. Kleine Schildübersicht. Das kann man auch bei verschiedenen Sachen anpassen. Ich glaube, bei Jägern zum Beispiel kann man da ein bisschen mehr machen. Das ist aber alles einstellbar. Das müsste man dann schauen. Wie gesagt, muss ich mir ein bisschen reinfinden. Ich schaue jetzt auch das erste Mal rein. Ja, man kann ja durchswitchen. Waffenkonfiguration. Shields Self. Schauen Sie die Schilde an. Wir haben Power Management, das sehen wir aber auch hier schon. Systems sind nicht an. Oh. Systems sind an. Ah, das waren die. Okay. Bisschen schwierig im Moment. Also wir können jetzt hier die Energie, glaube ich, runterfahren. Oh. Können wir anscheinend doch noch nicht. Okay, wir können auf jeden Fall mehr Energie geben. Aber auch nicht deutlich mehr. Also man muss einfach drauf drücken. So, hier zum Beispiel Chuck. Wir haben jetzt 19 frei. Das bedeutet, ich möchte jetzt mehr auf die Waffen haben und mehr auf den Antrieb. Na? Funktioniert nicht, noch nicht so toll. So. So. Und ich möchte ein bisschen auf Schilde haben. 2 Stück. So, jetzt haben wir die Energie vollkommen verteilt. Output ist da und alles drum und dran. Naja, wir haben hier, wir können hier die Waffengruppen dazu hinzufügen. Tagesstatus Scanning haben wir jetzt. Wir haben hier jetzt die Möglichkeit, noch einzustellen, was wir sehen wollen. Haben wir noch einen Cruise Mode, Extended Info. Ah, wir können nicht beides. Ah, okay. Schade. Dann haben wir Communication, können hier auch direkt hailen. Also, es ist, hat sich jetzt nicht großartig geändert. Also eigentlich nicht. Na. Jetzt zoom doch ran, bitte. Danke. Also man kann erzählen, sieht cooler aus. Es ist nur mehr holographisch, es sieht nicht schlecht aus. Was war das? Power Management. Weapon Config. Okay. Hat sich jetzt hier noch irgendwas geändert, ist halt die Frage. Show position. Position. Use lag pipes. Fade pipes using single pips. Staggered Fire. Okay. Anscheinend können wir das nicht aktivieren. Communication. Also anscheinend sind das die Sachen, die wir haben. Das ist kurz die Frage. Wie gehe ich nochmal in den Mining Mode? Scanner. Fracture Mode. Okay.
Ah, das hat sich aber schon ordentlich verändert. Da können wir fast mal uns überlegen, ob wir mal mit der Prospector Mine gehen, weil ich bin noch nie mit der Prospector geflogen. Aber was mich jetzt noch interessiert, Mining Mode. Okay, mit M kann man Mining Mode. M wie Mining Mode, das hört sich ja schon mal nicht schlecht an. So. Oder. Jetzt ist nur die Frage, wie kriege ich die Dinger da raus? Das hat mir natürlich noch keiner gesagt. Oh, wir haben einen 30k. Da crasht unser Server. Aber wie gesagt, ich wollte euch einfach mal kurz zeigen, wie das MFD aussieht. Wir werden da nochmal auch deutlicher drauf eingehen, wenn ich mehr Zeit habe. Das werde ich auch im Stream machen, wahrscheinlich. Da wird dann die Tage auf jeden Fall kommen. Aber wie gesagt, wollte ich euch mal kurz einen Einblick gewähren, wie gerade Wave 1 aussieht. Und es hat ja lange gehalten. Deswegen werde ich wahrscheinlich jetzt wieder rausgehen. Und werde schauen. Wir haben jetzt auch eine Veränderung. Wir hatten gerade weniger. Ich glaube, wir hatten 63. Und haben jetzt 75, weil ich die Schilde hochgefahren habe. Mehr Energie gegeben habe. Das heißt, es ist auch schon integriert, dass wir diesbezüglich auf jeden Fall eine Steigerung. Beziehungsweise es reagiert darauf. Es ist jetzt nicht nur drin, sondern es reagiert auch auf uns. Darauf wollte ich hinaus. Und sonst finde ich es jetzt ein kleines Gimmick. Ist okay. Aber ob das jetzt the way to go ist, weiß ich jetzt noch nicht tatsächlich. Müssten wir noch schauen. Aber wie gesagt, der 30k beendet, glaube ich, hier auch das Video. Und ich hoffe, es war ein kurzer Einblick. Ich weiß, es war jetzt nicht viel. Es tut mir auch leid. Hat wahrscheinlich auch gerne noch mehr gezeigt. Aber wir machen das nochmal die Tage, wenn es nicht so spät ist. Ich musste vorhin ein bisschen schlafen, deswegen war ich ein bisschen spät dran. Ja, ich muss schlafen, blablabla. Nee, es war jetzt. Ach, wir haben uns wieder gefangen. Aber trotzdem würde ich gleich sagen, machen wir Abmoderation. Schauen wir mal, wie flüssig es jetzt noch läuft. Und ich würde gerne immer noch die Dinger abmachen. Aber ich glaube, das geht nicht. Kann ich denn jetzt hier das Schiff verlassen? Hilfe, ich möchte hier raus. Ah. Man muss nur nah genug ranlaufen, ja? Exit. 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 Nein, nicht zu. Exit. Hallo? Gut, es ist, glaube ich, doch zu Ende. Mining Maintenance. Maintenance. Ah ja. Aber da kann ich nichts machen. Okay. Anscheinend gehen die doch noch nicht ab. Hab mich zu früh gefreut. Wir kommen auch nicht raus. Weil der 30k wurde zwar abgewendet, aber man kommt immer noch nicht aus Schiffen raus. Sehr, sehr schade. Aber die Prospector, das sieht echt schön aus. Muss ich echt mal fliegen. Und sieht hier sogar noch, kann ich das MFD jetzt auch noch verändern? Ah, lol. Kann man. Also wie gesagt, wenn man hier die Einstellungen macht, habe ich noch gar nicht erklärt. Obala, das wollte ich eigentlich. Wenn man hier jetzt die Einstellungen macht, die Einstellungen bleiben bis das Schiff, beziehungsweise bleiben dauerhaft, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, wenn ich mich da reinsetze, das eintippe, die Einstellungen mache, blablabla, bleiben die in dem Schiff. Bis das Schiff zerstört wird. Wenn das Schiff zerstört wurde, werden die zurückgesetzt. Aber die bleiben bei mir in den Einstellungen. Es ist noch ein bisschen verwirrend, also es kommt gleich. Das heißt, wenn ich mich da wieder, nachdem ich das Schiff wieder respawned habe, neu angefordert habe, reinsetze, hat es dieselben Einstellungen, die ich eingestellt habe. Wenn sich aber jetzt jemand anders reinsetzt, überschreibt es sozusagen, also wird das neue Schiff auf ihn sozusagen eingestellt, also die heißt, die Einstellungen von ihm werden übernommen. Bedeutet, dass ich mich dann neu einstellen muss. Wie das dann alles und weiter drum und dran funktioniert, ist dann halt die Frage. Das ist aber, also wie gesagt, das ist noch in der Findungsphase, aber wie gesagt, wenn ich mir das jetzt hier einstelle, die blablub, tick, 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 dann ist es so anscheinend. Also wenn ich es jetzt hier so einstelle, tick, 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 und sage, ich möchte hier Scanning haben, hier möchte ich Schilde haben, ne, hier möchte ich Kommunikation haben und hier möchte ich Schilde und hier möchte ich. Macht ja gar keinen Sinn. Hier möchte ich Energie haben. Wieso haben wir gerade einen Verlust? Ah, warum hat sich das jetzt geändert? So. Auf jeden Fall habe ich jetzt mehr Energie auf die Schilde gegeben, die sollten jetzt hochgehen mit der Zeit. Ah, wir haben auch eine Überhitzungsanzeige, das sehe ich gerade noch. Aber gerade irgendwie
Achso, das waren die Engines, voilà. Ich möchte die Waffen ausschalten. Klappt das sehr schön. Aber auf jeden Fall. Ach, hier gibt's noch mehr. Ach, guck mal an. Hier gibt's ja noch mehr. Lebenserhaltungssystem. Wie cool, das sollten wir vielleicht anlassen. Sonst überhitzen wir. Ist das? Quantum Drive. Okay. Also wir haben hier noch viel, viel mehr. Wir können auch die Kommunikation ausschalten anscheinend. Dann geht das wahrscheinlich nicht mehr. Anscheinend doch noch. Ah, das ist das Scan vielleicht. Aber auf jeden Fall haben wir... die Lebensanzeige ist auf jeden Fall ein bisschen angeschlagen gerade. So, machen wir wieder an. Ich möchte auf jeden Fall hier lebenserhaltende Systeme haben. Was gerade nicht so funktioniert will. Und dann schaltet sich ja die Schilde aus und alles geht auf den Quantum Drive. Okay. Interessant, habe ich jetzt noch nicht gesehen. Haben wir was bei den Schilden noch ändern? Nee. Aber wie gesagt, da gehen wir auf jeden Fall nochmal genauer ein. Wenn es weit ist, dann würde ich aber hier die Kommunikation haben wollen. Aber es wird eh nochmal ein Update kommen, deswegen macht es dann keinen Sinn. Aber wie gesagt, hier kann man jetzt alles einstellen. Die Einstellungen werden gespeichert für das Schiff. Wenn es zerstört wird, ist es sozusagen resettet. Wenn man sich reinhockt, werden die übernommen wieder. Ganz wilder Stuff. Und wenn sich aber jemand anders reinhockt, sind dem seine Sachen drin. Wenn sich aber einer reinhockt, nachdem ich mich als erstes reingehockt habe, sind meine Sachen für ihn drin. Ich hoffe, es ist verständlich. Das ist sehr kompliziert gemacht. Ich hoffe, das ändert sich auch noch. Ich hoffe, die Ansprache, das Ansprechen der ganzen Elemente verbessert sich auch noch. Aber das muss man jetzt einfach sehen. Genau. Life Support schalten wir einfach aus. Brauchen wir nicht. Entscheidend auch schon deutlich heiß. Aber genau. Muss man einfach schauen. Ich bin gespannt, wenn es im Flug ist. Schauen wir uns dann einfach an. Ich komme, wie gesagt, nicht mehr aus dem Schiff. Deswegen möchte ich auch gar nicht versuchen, das zu starten. Nicht, dass wir dann unnötig sterben. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal. So. Ah, es geht wieder. Okay, man muss dann zum Zeit geben. Aber wie gesagt, wir lassen es jetzt dabei. Ich hoffe, das kurze Video hat euch jetzt einfach gefallen. Ich wollte mich einfach kurz melden, dass ihr Bescheid wisst. Ich würde aber immer noch gerne diese Dinger rauskriegen. Irgendwie. Heavy. Wie kann ich denn jetzt hier... Aber hier vorne kann ich. Ah, auch nicht. Vielleicht kann ich es im Mining-Modus machen. Wie gesagt, ich fuchs mich da nochmal rein. Schauen wir dann nochmal. Ein kurzer Einblick in Wave 1, soweit es halt ging. Ich will dann, wie gesagt, die Tage nochmal, wenn Wave 1 raus ist, werde ich nochmal. Also, wenn Wave 1 drin bleibt, werde ich nochmal eins machen. Es wird wahrscheinlich aber bald in Wave 2 übergehen. Dann könnt ihr auch bald selber spielen. Deswegen ist das Video ein bisschen kürzer. Aber es wird jetzt nochmal was kommen dazu. Ich versuche dran zu bleiben. Und dann hören wir uns spätestens morgen nochmal, beziehungsweise, weiß noch nicht, also das Video wird am Dienstag hochgeladen, am 8.10. Und dann schaue ich mal, ob ich livestreame am Mittwoch oder ob ich dann nochmal ein Video mache, ein bisschen länger und es zusammenschneide. Aber das wird sich zeigen. Jetzt ist aber wirklich der Abschied. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, das gerne einen Daumen da, gerne ein Abo da und gerne auch die Glocke aktivieren. Gerne auch in die Kommentare schreiben, was ich noch machen soll und was ich verbessern kann. Und ja, konstruktive Kritik ist immer gern gesehen. Ihr wisst es ja, ihr kennt es ja, ist ja nichts Neues. Und ich will nächstes Mal diese Dinge hier rauskriegen. Zumindest habe ich es im Video gesehen. Vielleicht ist es aber auch für 4.0 erst und es war ein Evocati Tech Preview Test Server. Deswegen weiß ich nicht, müssen wir schauen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Was ist das denn? Okay. Ich habe mir, wie gesagt, die Prospekte noch nicht richtig angeschaut. Aber wir werden nächstes Mal mit ihr fliegen, werden was ausprobieren und werden dann schauen, ob wir das Ganze umladen können. Ich bedanke mich, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tüdelü.